Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gestern, Donnerstagnacht oder Freitagmorgen, genaue Uhrzeit weiß ich jetzt gar nicht, startet mal so eben mir nichts, dir nichts spontan. Das neue Winter-Event geht drei Wochen und drei Tage, um genau zu sein, jetzt wo ich das Video gerade mache. Ihr habt genug Zeit, euch auszutoben. Es gibt einen neuen Modus, es gibt wieder 24 Skins, es gibt wieder ein neues Erbstück für Pathfinder diesmal. Das möchte ich euch in einer Videoanimation, quasi als hättet ihr es schon gekauft, mal im Trainingsmodus zeigen. Ein kleines Video, was ich hier mit reinbastle. Die Animationen für die Boxhandschuhe sehen wirklich geil aus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Boxhandschuhen als Pathfinder-Erbstück haltet. Ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber die Animation sieht wirklich ultra geil aus. Ich habe in einem Livestream, wo der ein oder andere von euch vielleicht reingeschaltet hatte vor einiger Zeit, da haben wir schon ein bisschen philosophiert, was das für ein Pathfinder denn sein könnte. Das war noch zu Kings Canyons Zeiten, da kamen die lustigsten Sachen wie ein Schraubenschlüssel, Schraubenzieher und ganz viele verrückte Sachen bei rum. Sowas in der Dreh hätte ich tatsächlich gedacht. Jetzt ins Boxhandschuhe. Okay, dann gibt es ein paar Herausforderungen und zwei legendäre Skins, die wir freischalten können. Die sind gar nicht so kompliziert freizuschalten und wie war es anders zu erwarten, Respawn hat noch immer, beziehungsweise ich würde eher sagen, EA hat noch immer nicht aus der Kritik gelernt. Es ist wieder ein Collection-Event und ja, jedes einzelne Pack kostet umgerechnet wieder 7 Euro, was wahrscheinlich wieder jeden ankotzen wird, inklusive mir. Ich möchte jetzt aber über das Event nicht weiter haten, deswegen möchte ich euch im Schnelldurchlauf die ganzen Skins einmal zeigen. Dann möchte ich euch das Raumschiff Voyage, wenn ich es richtig ausspreche, zeigen. Das ist eine Map-Änderung. Ich wechsle jetzt schon mal ins Spiel. Dann seht ihr nämlich schon mal das wunderschöne Menü. Ich mache hier mal meine kleine Kamera an, damit ihr mich noch seht. Und zwar gibt es, wie in jedem anderen Event, was auf Kings Canyon bekannt war, gab es eine Map-Änderung, die dann nach dem Event geblieben ist. Bei diesem Event denke ich, dass dieses Raumschiff, was ich euch gleich live zeigen werde aus dem Gameplay, nicht bleiben wird. Und es gibt eine Sprachmemo versteckt von Mirage. Ich zeige euch den Fundort in diesem Video, spiele die natürlich auch komplett ab und gleich ein kleiner Tipp, wenn ihr die sucht und findet, ihr müsst am besten alle Sounds ausmachen, bis auf die Sprachsounds, ansonsten wird wieder irgendeine Legende dazwischen quatschen, dass die Zone kommt und ihr versteht die komplette Sprachmemo nicht, quasi dieselbe Sprachmemo, also von der Art her, wie im Voidwalker Event von Wraith aus der zweiten Season. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ach so, der neue Modus. Ultra, ultra geil. Der macht richtig, richtig Bock. Da starten insgesamt 3 Teams, je 3 Leute. Zeige ich euch auch gleich noch ein Gameplay. Gehe ich gleich näher drauf ein. Ich bastel jetzt mal eben schnell die ganzen Skins zusammen, dass ich das nicht so langsam wie in den letzten Videos durchhaue. Wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß bei dem Video. Lasst schon mal einen Daumen und ein Abo da, um keine weiteren Infovideos und so weiter von Apex Legends zu verpassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Los geht's mit den Skins. Bevor ich es vergesse, eine Information habe ich natürlich völlig vergessen, auch wenn es völlig klar ist, was ihr auch selber gesehen habt, aber der Vollständigkeit halber, natürlich ist das gesamte Event und auch das Menü, wie man sieht, und auch die ganze Karte in einem weihnachtlichen Flair gehalten. Das muss ich natürlich jetzt nicht quer über die Map jedem zeigen, wo sich was optisch irgendwie weihnachtlich verändert hat. Findet das am besten für euch selber raus, weiter im Text. Eisbär. Was haben wir hier? Ein 301 Skin, das sieht richtig nice aus. Das sieht auch geil aus. In 8.
Zwei Glocken. Die Handschuhe, das Erbstück. Kommen wir zum Pathfinder-Erbstück. Kurze Animation in dem Trainingsmodus. Wie gesagt, das ist nicht von mir, sieht aber wirklich geil aus. Viel Spaß damit. Wie in jedem anderen Event gibt es auch wieder Herausforderungen, wo man ein bisschen was aus eigener Kraft freischalten kann. Das erste ist, erobere den Winter Express dreimal. Da bekommt ihr diesen Badget. Wenn ihr die erste Stufe erreicht habt, gibt es noch eine zweite und eine dritte Stufe. Und je nachdem verändert sich natürlich auch das Badget. Dann gibt es, erreiche fünfmal die Top 10. Da bekommt ihr einen Ladebildschirm. Der sieht eigentlich auch ganz cool aus, unter dem Motto des Winter Events. Als nächstes, erziele im Winter Express je einen Kill mit 6 unterschiedlichen Legenden. Spielt ihr das oft genug, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich gehe auf den Modus gleich näher ein. Ich zeige euch meine erste Runde, ein bisschen zusammengebastelt, damit es nicht zu lang wird. Als nächstes macht einfach 20.000 Schaden insgesamt. Das wird mit allen Legenden zusammengerechnet. Also es muss nicht mit einer bestimmten Legende sein, sondern alles zusammengerechnet, auch in egal welchem Modus, ob Rangliste normal oder der neue Spielmodus, einfach 20.000 Schaden machen. Ihr bekommt den Elster-Skin, der auch gar nicht so verkehrt aussieht. Und als allerletzten Skin, den ihr freischalten könnt, ist das der G7 Scout Skin, so eine Art Nussknacker hier. Sieht nicht verkehrt aus, wobei mich das hier so ein bisschen irritiert. Ihr müsst eine Party bei Mirage Voyage starten. Wer nicht weiß, wie das geht, möchte ich euch jetzt im Anschluss zeigen. Das Mirage Voyage ist so eine Art Raumschiff, was neu auf der Karte zu finden ist. Ich schneide euch jetzt den Ort rein, also ich zeige euch jetzt gleich den ersten Start, wo ich da hinfliege, wo die Position ist. Dann zeige ich euch natürlich in diesem selben Video gleich noch die Sprachmemo. Zieht euch die einfach rein, ich habe es mit reingeschnitten und den Fundort natürlich auch. Und wie man die Party startet, werdet ihr dann selbstverständlich auch mitkriegen. Ich wünsche euch jetzt dabei viel Spaß. Und wenn ich das gezeigt habe, zeige ich euch noch schnell, wie der neue Modus funktioniert. So, wenn ich Glück habe. Bin ich alleine, ich weiß schon. Ach, das ist das Feuerwerk. Ernsthaft? Ist ja witzig. Alter, das sieht schon mal echt mega aus von hier, ohne Scheiß. So, jetzt gucken wir uns erstmal von hier aus das Sprachmemo von Mirage an. Das dürfte hier sein. Ey, ist das nicht die schönste Frau der Welt? Ich meine, ich muss mein gutes Aussehen davon irgendwem haben. Hey, wie geht's dir, Mom? Oh, mir bestens, wie immer. Hey, stell dir vor, die haben mich gebeten, über die Feiertage die Spiele zu übernehmen. Das macht Sinn, weißt du? Den guten Leuten in den Outlands zu geben, was sie wollen, oder? Ja. Ja, genau, Mom. Ja, ich bin dein Sohn, Elliot. Ja, natürlich, keine Sorge. Ich gewinne heute für dich. Immer für meinen größten Fan. Ja, lass dir eine Schweinekotelett schmecken. Ich weiß, dass du sie liebst. Ich werde der der Beste eben. Okay, ich liebe dich, Mom. Tschüss. Was bedeutet Rack? Nein, wie lange hat das Ding schon aufgenommen? Egal, okay, wir machen uns erstmal aufs Schiff. 30 Sekunden. Okay. Warum sind hier dauernd Gegner eigentlich? Ich verstehe es nicht.
So, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Hier gibt es auf jeden Fall sicher so ein goldenes Teil. Das kann man relativ easy abknallen. Das ist schon mal eine feine Sache. So, jetzt klettern wir mal hier hoch. Hier kann man nämlich noch ein Feuerwerk starten. Und zwar von diesem Punkt aus. Ist das geil. So, wenn man das hier aktiviert hat, ich hoffe, ich bin jetzt laut genug zu hören, bekommt man eine Herausforderung freigeschaltet. Das dürfte das mit der, ich glaube, mit der Elster oder mit der G7 sein. So, ansonsten gibt es ja eigentlich nicht großartig viel zu zeigen, außer dass es hauptsächlich um Mirage geht. Hier haben wir noch die typische Titanic-Pose, die ich auch mega, mega geil finde. Kommen wir zu guter Letzt zum Winter-Express-Modus. Der macht ultra viel Spaß, ist zwar keine Langzeitmotivation, weil es oft, wenn ihr mal sterben solltet, relativ weit am Anfang viel mit Warten verbunden ist. Die Besonderheit ist, es gibt maximal 3 Squads. Während dieses Moduses, ist das richtig? Egal. Und zwar startet ihr wieder mit einem Dreier-Squad und ihr habt 2 feindliche Squads. Ziel ist es, den Zug einzunehmen. Im Endeffekt reicht es, wenn ihr alle Gegner einfach platt macht und habt ihr die erste Runde gewonnen. Ihr müsst mindestens 3 Runden gewinnen, um die gesamte Runde komplett als Champion zu verlassen. Sollte es so sein, dass jedes Squad 2-mal gewinnt, gibt es noch ein Entscheidungsmatch, also maximal 7 Runden und ihr habt gewonnen. Welche Besonderheit gibt es noch? A, ist es ein sehr kleiner Radius, in dem ihr euch befindet, wo der Zug lang fährt. B, wie gesagt, wenn ihr sterbt, dann ist die Runde für euch noch nicht verloren. Ihr könnt quasi gerespawnt werden, sobald eine Runde abgeschlossen ist. Also ihr könnt nicht geheilt werden. Wenn ihr downgeschossen seid, seid ihr sofort tot und könnt nur noch in der nächsten Runde gerespawnt werden. Ihr findet keine Waffen. Ihr habt, wenn ihr die Legende auswählt und ihr könnt nach jeder Runde, wenn ihr drauf geht, eine andere Legende wählen. Und dann seht ihr vorher, welche 2 Waffen hat die Legende mit, welche Rüstung und überhaupt Heilung, Schildzellen und so weiter. Ich zeige euch das jetzt anhand von Live-Bildern so ein bisschen. Könnt ihr euch das dann selbst zusammenschustern, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Viel Spaß bei den Aufnahmen. Ich bastel für euch mal ein bisschen was zusammen und ich habe auch gleich die erste Runde gewonnen. Macht wirklich mega Spaß. Der war gut. Okay. Also Flatline und Eva 8 ist die Hauptwaffe von Wraith. Ach so, das switcht man quasi ein bisschen durch und sieht da jetzt auf der rechten Seite quasi seine feste Ausrüstung. Das ist interessant. Okay, das ist cool. Sehr cool, sehr cool. Einfach auf dem Zug. Okay, das war quasi Punkt Nummer 1. Warum hänge ich ihn jetzt hier im Fußboden? Ja, das gefällt mir ja schon mal nicht. Schön. Naja, okay.
Okay. Heißt quasi, wir müssen ja nicht gleich auf dem Zug sein. Müssen wir erstmal den Gegner befreien. Zappelt. Das ist doch nicht zu fassen. Du bist der Champion, okay. Oh, ich wollte gerade schon ausflippen, ey. Erste Runde gleich gewonnen, sehr schön. Oh Gott. Stimmt, man kann nicht respawned werden, wenn man down geht. Okay, sehr schön. 3 Kills, 1442 Schaden, okay. Sehr nice. Okay, Leute, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr in die Länge gezogen. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende oder einen schönen Anfang der Woche, je nachdem, wann ihr das Video seht. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Wenn ihr keine weiteren Apex Legends Informations-, Tipps und Tricks, Videos und Livestreams von mir verpassen wollt, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Gebt mir vor allem Feedback, was ihr von dem Event haltet. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.